Hardcore Radio. MBFM da bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Sag mal, ihr seid based in Zurich und eigentlich habe ich auf eurer Homepage gesehen, das sind 6, nein 7 Mitglieder. Jetzt hocken aber nicht so viele Leute da. Aber wer gehört alles zu der MBFM? Wer ist das alles? Yeah. MBFM, Militant Prophets jetzt und früher auch Polizia Militar. Dazu gehören DJ Correct, MC und DJ, früher noch Nigga Am, jetzt mehr als DJ Correct aktiv. Jay Rilla, deutscher MC, DC, MC aus Liberia, Philly Vibe, ein Sänger aus Eritrea und natürlich auch Meister und ich. Und BA. Und Soul Seas an den Beats. Er hat auch die EP De La Mente produziert. Echt ein riesen Dankeschön an ihn. Und ja, sonst sag du was, Bro. ja, auf die Gefahr hin, dass ich dir jetzt eine Frage vorwegnehme oder so, aber das ist, im Grunde genommen ist es, glaube ich, ursprünglich sowieso mehr Glicke gewesen und sie haben schon eine EP oder sogar ein Album zusammen produziert gehabt, wo eben der DJ Correct eigentlich noch mehr gerappt hat oder gerappt hat und ich habe gar noch nicht dazugehört. Und dann irgendwann haben wir uns kennengelernt und so und dann bin ich irgendwie wie etwa gleichzeitig zur Band gekommen, wo der DJ Correct dann ausgewandert ist und darum eben, wir rotieren immer ein bisschen, weil so immer wieder mal Leute auch weggehen und wieder dazukommen und so. Eigentlich so wirklich ein bisschen wie eine Familie, oder? Die einen Auslandssemester sind mal weg, sind mal da, sind mal dort, aber gemeinsam in Nennen vielleicht immer Musik, oder? Ich habe es vorher kurz geteased, wie ihr aufnehmen. Du hast mir mal verraten, du machst eigentlich nur One-Takes, oder? One-Take. Also wir rappen einfach die Tracks immer am Stück, ja. Aber nicht im Sinn von One-Take, ich stehe als Mic und der Track ist dann gerappt nach einmal probieren, das gar nicht. Aber ja, schon, wir rappen alles am Stück ein. Er hat schon recht, weißt du, wir haben nicht immer gleich One-Take gemacht, aber meistens, wenn wir dann echt aufgenommen haben und die Vibes da waren, war es halt echt One-Take-Style halt. Weil du kommst rein und du hörst nicht auf zu flowen bis zum Schluss. Und ja, für mich persönlich hat es auch mega viel, was du gesagt hast, es macht einfach Spaß. Und ich meine, wenn du live das irgendwann mal willst performen oder so, oder auch live irgendwie Freestyling oder so, dann kannst du auch nicht stop and go und so, warte, ich mach das normal und der Teil gefällt mir nicht und so. Das, und irgendwie... Und live hast du vielleicht einen Backup-MC. Ja, das stimmt. Aber irgendwie ist es so, gleich so, ich finde es hat halt irgendwie, du spürst so ein bisschen, du hörst so vielleicht, meine Hoffnung ist zumindest, dass du so ein bisschen mehr den Moment rausgehörst. So. Und wenn es halt geil vibet und wir eine geile Stimmung haben im Studio und so, dann ist es irgendwie auch schade, wenn du immer wieder unterbrichst. Genau, ja, es ist schwierig, um den Vibe dann wieder auffangen. Also wenn du einem Stück aufgenommen hast, dann ist alles ein Stück und sonst musst du immer, das passt aber von der Stimmung her nicht. Ihr rappt in verschiedenen Sprachen. Pierre, du hast gerade gesagt, du hast 6 Sprachen. Meister, wie sieht es bei dir aus? Welche Sprachen beherrschst du? Slang inbegriffen. Slang, Zürich-Slang inbegriffen. Also wenn Zürich-Slang eine eigene Sprache ist, 3. 3? 3, ja. 4, so knapp 4. Du rappst aber immer auf Schweizerdeutsch, ja, oder? Aber er rappt auf... Du rappst auf wie viele Sprachen? Nur Deutsch und Spanisch. Ja, nur. Ich glaube, das ist eine mehr, als die meisten Rapper machen. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wie ich es dir vorhin schon gesagt habe, wir sind eher so auf dem Multilinguist-Ding und wollen einfach die Kulturen zusammen verbinden, weil schlussendlich geht es um Hip-Hop und Hip-Hop ist eine Kultur und das ist eine Art wie Integration im Rap, so, also wie, oder im Hip-Hop Integration, weil wir uns alle irgendwie kennen und verschiedene Kulturen oder Herkunft haben und deswegen wir dann das in Rap vereinen. Das ist MPFAM. Wie ist das bei euch, also gerade bei dir, PA, wenn du einen Track schreibst, einen Part, wie entscheidest du, welche Sprache das du nimmst? Manchmal Blitzgedanken oder manchmal vom Beat her, da passt vielleicht mehr Spanisch oder da passt mehr Deutsch oder... Vom Beat her passt die Sprache besser? Manchmal, so fühle ich halt einfach, weißt du, wenn du halt, je nachdem halt, an was du gerade am Denken bist oder in welcher Sprache du gerade am Denken bist, mit wem du davor gewesen bist, ja. Dann spielt es vielleicht schon eine Rolle, dass, wie man dann anfängt, wieder seine Raps oder seine Rhymes herzugeben. Also da spielt die Sprache, in der man gerade denkt, irgendwie schon eine Rolle. Und deswegen
kommt es dann manchmal wirklich drauf an. Wie ist es für dich, Meister? Machst du nie mehr in einer anderen Sprache rappen? Oder hast du mal probiert? Nein, aber das ist genau der Punkt. Ich denke und träume und so auf Schweizerdeutsch und irgendwie habe ich mir das andere wie gut abtrainiert auch. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie, ich würde mir glaube ich komisch vorkommen, wenn ich plötzlich Englisch will rappen. Vor allem, also meine andere Sprache wäre halt Englisch und das ist halt dann so, viele Leute wissen das bei mir auch gar nicht und dann so, ey, wieso jetzt bedeutet sich hure an und was läuft mit ihm und so. Und ich brauche auch ernsthaft, ich brauche schon ein, zwei Wochen wirklich im englischsprachigen Raum, um sauber Englisch zu reden. Und wenn ich dann irgendwie so, keine Ahnung, helvetisches Englisch will rappen, wäre es irgendwie vielleicht auch so ein bisschen. Yeah.